So stecht ihr auf von Perikum aus in Richtung offener See. Es ist winterlich kalt, der Schnee wirbelt selbstverständlich, vor allem am Festland noch dicht. Der Wind zurrt an den Segeln und die angerufenen Winde der Götter, der Belemann und wie sie alle heißen, streichen durch eure Tuche, die ihr gespannt habt. Die Taue ziehen und zurren, geben immer mal wieder verschiedenste Geräusche von sich. Die Seemänner müssen hart arbeiten für ihr Geld, das sie verdienen, wenn sie es denn auch nicht in der letzten Zeit einfach verdient haben. Dann auf alle Fälle jetzt. Und so wartet dann die blutige See, das Perlenmeer auf euch. Ihr brecht von dem Hafen aus auf, von dem der ein oder andere dachte, dass er ihn vielleicht nie wieder sieht. Jetzt allerdings ist doch es einigermaßen gut gegangen, trotz dessen, dass man gesucht war oder ist. Ihr habt die Segel gesetzt und den Kurs von Kapok in Richtung der Efforts-Tränen, um das Schiff der schwarzen Zwillinja, die Überreste der Marizes noch einmal einzuholen. Und so könnt ihr entweder euch zurückgezogen haben in eure Kajüten ins Kapitänsdeck oder aber ihr steht draußen an der Reling und lasst euch den Wind um die Ohren streifen. Was möchtet ihr tun die nächsten Stunden? Ich möchte Netia aufsuchen. Okay, dann fangen wir bei dir an und du kannst dann zu der Hesinde-Geweihten herantreten. Kannst du mal kurz klopfen und siehst dann, wie sie auf ihrem Bett sitzt und ein großes, dickes, schweres Buch liest, was wohl sehr alt aussieht. Oh, Zulamin, wir brechen wieder auf, sehr gut. Abelmir wollte mich noch besuchen, aber ich glaube, er hat das nicht geschafft. Ist auch gar nicht so wichtig. Ja, es war so viel los. Gewiss wird er es noch nachholen. Hat euer Draconita-Freund euch gefunden? Ja. Wir haben ihn im Perikum getroffen. Ja, das hat er. Er hatte mich aufgesucht, wir hatten uns noch einige Stunden unterhalten. Es war sehr nett, ein kleines Pläuschchen. Das hatte ich ja, wie gesagt, von Abel mir auch gedacht, dass er noch einmal vorbeikommt. Aber dann sind wieder wichtigere Sachen dazugekommen. Ich hatte gehört, ihr seid überfallen worden. Das gab's ja damals bei uns im Perikum nicht. Ja, es ist wohl einiges anders geworden, seit diese alanfanische Grantenfamilie dort so mächtig geworden ist. Die Marizes. Ja. Ola Marix, den hatte ich damals auch schon kennengelernt. Die Granten von Perikum, so sagten sie immer. Alanfanisches Blut. Aber ihr konntet sie aufhalten, ja? Ja, nun, es hatte wenig damit zu tun, dass sie Alanfana waren, sondern einfach, dass sie mit Darion Paligan im Bund waren. Dass sie ein Problem für uns und für Perikum darstellten. Ja, ich bin auch gar nicht so sehr rassistisch, dass ich jetzt gesagt hätte, alle Alanfana sind schlecht. Aber das Haus der Sphinx bezeichnet sich selbst gerne so. Ja. Nun, ich bin gespannt, ob unsere Schiffe sie noch abfangen können. Oder beziehungsweise, ob wir sie einholen werden. Aber darum geht es gerade nicht. Und zwar, ich wollte euch etwas fragen. Und zwar... Ja, selbstverständlich. Es geht darum, wie es sich äußern könnte, wenn jemand einen Pakt mit dem Spiegelmacher gebrochen hat. Meint ihr, ein solcher Mensch könnte noch normal sich der Schrift bedienen? Also, ich gehe mal davon aus, dass sämtliche Gaben, die er sie es gegeben hatte, auch verschwunden sind. Es kann gut sein, dass man die Fähigkeiten, wenn sie denn erlernbar wären, neu zu lernen sind. Das auf alle Fälle. Und gerade bei Schrift oder Sprache ist das ein Ding, das selbstverständlich profan erlernbar ist. Es wäre also möglich, dass... Ihr deutet an, Grammatik oder Rechtschreibung, die Orthographie wäre neu zu erlernen. Das wäre durchaus möglich, ja. Nun, es ist durchaus ein Muster zu erkennen. Überzählige Buchstaben in vielen Wörtern und alle bilden ein H. Aber darauf kann ich mir keinen Reim machen. Ihr denkt jetzt aber nicht an einen Code, sondern an etwas anderes, ja? Nun, es könnte auch ein Code sein. Ich bin nicht ganz sicher, wie es zu deuten ist. Aber die Person, von der das Schriftstück stammt, behauptet, einen Pakt gebrochen zu haben.
Darum frage ich mich, ob das damit in Verbindung stehen könnte. Das kann sehr wohl damit in Verbindung stehen. Ich müsste allerdings mit der Person selbst sprechen oder aber den Brief sehen, um weiteres sagen zu können. Aber mit den Informationen, die ich aktuell habe, kann das eine durchaus veritable Möglichkeit sein, dass Orthographie nicht ganz korrekt sein kann, ja. Aber wieso gerade das H? Es kam mir erst ein wenig thulamidisch vor, aber... Ich habe auch Schriften gesehen, wo ganz gerne Is gegen Ys ausgetauscht worden sind oder dergleichen. Sie klingen ja schon sehr ähnlich. Das H hat das Problem, dass es gerade bei uns im Kurslicker-Schriftzeichen oder aber im Gerätschen oft nicht gesprochen wird. Interessant. Also das H ist sowieso ein sehr interessanter Mitlaut, weil... Und ja, je nachdem, wo er steht, hat er verschiedene Bedeutungen. Und wenn man diese Bedeutung neu lernen müsste oder sie nicht kennt, dann kann das schon zu Verwirrung führen. Ja, ich musste das erst lernen, als ich als ich eine andere Sprache als das Thulamidia gelernt habe. Wisst ihr, im Thulamidia sind einige Laute behaucht und es macht einen Unterschied, ob nun ja hinter einem B ein H ist oder nicht. Und nun, Thulamiden hören so etwas, aber im Mittelreich, sie scheinen dieses H gar nicht wahrzunehmen, ob es da ist oder nicht. Ja, im Horasischen gibt es beispielsweise das Accent Cedi oder das Accent Circonflex Accent Cedi, Accent de Graf, verschiedenste andere Dinge. Im Bornländischen gibt es auch Mitlaute, es gibt beispielsweise dreimal das Sch. Faszinierend. Und ich würde Nietzsche noch ein bisschen Gesellschaft leisten, damit sie jemanden zum Reden hat. Also solange nichts Dramatisches passiert. Also sie wird dich sie kann tagelang reden über Sprachen und Schriften. Also das ist jetzt sehr interessant. Ja, sie wird hier tatsächlich so eine kleine, also sie freut sich natürlich, dass sie jetzt auch jemanden zum Reden hat. Aber ja, das ist jetzt sehr interessant, was sie dir alles erzählt. Sie fängt mit dem Horasischen an. Jetzt weißt du, warum Abelmir manchmal so verwirrt ist. Gut, machen wir weiter mit Abelmir. Eine, zwei Kabinen weiter. Ja, ich würde einen Heraustritt von der Kabine nach einem Schiffsjungen rufen. Hey, du. Ja, was kann ich für euch tun? Wo ist der Band hier? Ja, der ist eins unter unten, der ist neben uns, oder? Ja. Ja, ich gehe mal kurz zu dieser Tür hier. Er geht langsam zu der Tür und klopft. Kann da was Schlimmes passieren? Hey, Meister Serpentilio? Ja? Meister, der Meister Abelmir möchte was von euch. Er steht zwei Türen weiter, drei Türen. Entschuldigung, ich kann noch nicht so, also zählen kann ich schon, aber er guckt mich an. Serpentilio stellt den Eimer wieder weg, den er gerade in der Hand hatte. Und geht etwas genervt blickend, Abelmir. Ihr hättet mich nicht einfach selbst herbeiholen können. Dafür gibt's doch Schiffjungen. Das Wasser fischt sich nicht von alleine aus dem Meer. Gesehen, wie wir gerade stehen, ne? Guck mal da. Ja, ich weiß. gut, du hast es nochmal gesehen. Warte, ich sehe es gerade nicht. Wo sind wir? Auf der Schiffskarte. Ja, ich weiß immer nie, wo die ist. Ach ja. Habt ihr Zeit oder seid ihr etwas beschäftigt? Wie gesagt, das Wasser fischt sich nicht von alleine aus der See, also fasst euch kurz. Ich frage mich, ob ihr Zeit habt oder nicht. Ja oder nein? Da packt er einen bei der Neugier. Was wollt ihr denn? Ich brauche euch bei einer Übersetzung. Nun gut. Es wird sich für euch lohnen, glaubt mir. Ist der Junge noch hier? Ich hoffe nicht. Kommt drauf an, willst du ihn denn haben? Ja, der kriegt jetzt einen Eimer in die Hand gedrückt mit der Anweisung, er soll einen Eimer mehr Wasser beschaffen. Okay, aber nicht ins Wasser fallen, sagen die immer. Genau, nicht ins Wasser fallen. Nun, gleich. Kommt herein. Also, was habt ihr denn so Wichtiges? Ich will die Tür hinter mir schließen und eine Handbewegung und dann erscheint so ein grüner, wird sich so ein Prisma vor so ein Licht stellen. Vor den Lichtkegel hast du sozusagen in der Kabine so ein dunkelgrünes Licht getaucht ist. Ah, so ist es besser. Nun. Eine wahrhaftig erlesene Beleuchtung.
Ja, darum geht es mir nicht. Ich würde mal zu meinem Tisch gehen. Da liegt so ein Buch unter einem schwarzen Seidentuch. Und ich würde mal das Seidentuch beiseite schlagen. Das könnte euch sicherlich interessieren. Wo, bitteschön? Da beugt sich vor. Das ist es, der Meinung in einer Schriftart, die man vermutlich nicht lesen kann. Aber siehst du erstmal den Einband, vermutlich mal erstmal. Wo habt ihr das her? Ist das wichtig? Ich brauche euch bei. Nun ja, nicht weniger bei der Übersetzung, sondern mehr bei der Entschlüsselung der Rituale, die dort drin beschrieben sind. Natürlich, euch fehlt der Sachverstand, um sie zu verstehen. Es ist nicht mein Spezialgebiet. Da habt ihr recht. Ja, dann hoffe ich, dass die Übersetzung selbst euch leichter fällt, denn ich kann euch nicht sagen, was hier steht. Ich schnipse meine Finger an, dann schiebst du so einen Teil von der Wand weg und dann siehst du so eine Tafel mit lauter handbeschriebenen Seiten. Eng beschrieben in Tulamidia. Dort ist die Übersetzung, die ich bis jetzt geleistet habe. Vielleicht sollten wir uns zusammensetzen und nun ja, die näheren Details besprechen. Sicher doch. Lasst mich nur, ich bin gleich wieder da, ja? Ihr scheint nicht so leicht interessiert zu sein. Sagen wir, dass ich vorsichtig bin. Es könnte nicht das erste und vor allem auch nicht die letzte angebliche Abschrift eines solchen Werkes sein, die sich als... Keine Abschrift? Nein, das ist keine Abschrift. Vertraut mir. Die sich als im besten Falle... Gute Täuschung, im schlechtesten Falle, mit Absicht gelegter... Falle herausstellt. Ja, das werden wir sehen, aber ich glaube nicht... Ebenso. Lasst mich also meine Notizen holen, damit wir hoffentlich ein wenig Gegenprüfung führen können. Lasst mich euch hinausbringen. Ich würde mal die zur Tür gehen und dann diese Metallplatte in der Mitte der Tür berühren, damit die Tür aufgeht. Die hat nämlich keine Klinke. Eure Paranoia kennt keine Grenzen. Zu Recht. Wenig später ist er wieder da mit einem Stapel an Papieren. Seht ihr, ich hier, die erste Seite schon. Es sind magische Glyphen, sehr alt, sehr verschlungen. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich nur die erste Seite übersetzt habe. Magische? Und fühlt einmal, ich schlage jetzt mal das Buch, das Originalbuch auf sozusagen. Fühlt einmal die Qualität des Materials. Es ist ungewöhnlich. Verzeiht mir, wenn ich das uralte Relikt nicht ohne guten Grund anfassen werde. Nun, ihr könnt auch Handschuhe benutzen, wenn ihr wollt. Ich mache mir weniger Sorgen um meine Integrität als dieses Schriftstückes, Abelmir. Na gut, dann lasst es. Schlagt das Buch wieder zu. Nun, an welcher Stelle verlieren euch die Ritualbeschreibungen? Denn ich kann mir mehrere vorstellen. Ihr seht hier, ich würde mal zur Tafel gehen und auf seine Zeichnung deuten, wo ich die magischen Glyphen diesmal ins Ur-Tulamidia übersetzt habe, wo so ein Ritualkreis beschrieben ist mit Namen, die mir persönlich gar nichts sagen. Kennt ihr diese Namen? Frage an den Spielleiter. Wenn es sich um Dämonen handelt, vielleicht. Wenn es irgendwelche Mare sind, dann nö. Das kommt jetzt ein bisschen drauf an. Wenn es Echsen sind, maybe. Ja, das kommt jetzt genau ein bisschen drauf an, was Abel mir daran geschrieben hat. Ich würde sagen, es ist ein Ritual, das eine Wesenheit beschwört und gleichzeitig eine Entität. Eine Entität beschwört. Die Namen darauf sind vermutlich klingen dämonenähnlich, aber durch die Übersetzung ins Ur-Tulamidia aus dem Marischen gibt es vielleicht Lautverschiebungen. Also, wie heißt das? Tagesherrscher, muss ich vorstellen, wie Tagesherrscher, die da beschrieben sind, aber mir völlig unbekannt. Das ist eine Frage für Sternenkunde, oder? Könnte gut sein, ja. Machen wir mal Sternenkunde. Tagesherrscher würde ich jetzt. Habe ich nur schon mal, was ich das habe, denn ich glaube, das hatte ich mal gesteigert. Nee, hab ich nicht. Dann gerade mal die 7, ne? Es ist aber ein guter Wurf. Das ist tatsächlich ein guter Wurf. Kann ich mir freiwillig auf den mittleren Würfel 3 Punkte draufschlagen? Nein? Okay.
Nun, einige Zuordnungen lassen sich hier treffen. Dies hier dürfte heutzutage der Amrichot sein. Den hier kenne ich allerdings nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, hier habt ihr einfach einen Schreibfehler gemacht. Ihr dürft nicht versuchen, aus was auch immer diese Touren werden, also Originalschrift, ist ins Urteil-Media zu übersetzen, wenn es um Namen geht. Ihr solltet einfach die Zeit-Kartuschen verwenden. Das hilft euch bei der Akkurazität, wenn ihr auf einen Blick sehen könnt, ob ihr euch vermalt habt. Wollen wir mal schauen, ich würde mal das Buch aufschlagen an die Stelle. Außerdem, wenn das hier der Bandkreis sein soll, den das Editor euch vorschlägt, ist es entweder eine Falle oder ihr habt schlampig gezeichnet. Ihr seht hier die Originalzeichnung. Indem man hier die Ecke offen lässt und aber den Herrscher an die Spitze schreibt, bildet sich daraus dann ein weiteres Fünfeck? Interessant. Ja. So, Meister, sag mir, was macht dieses Ritual? Es ruft etwas? Kann ich mit Sicherheit bestimmen, ob es einen Dämon ruft? Er sollte drin sein. Ich gehe mal davon aus, das ist jetzt das Ritual für Satinaf, ne? Was du da angemeldet hast? Ich weiß nicht, was musst du mir sagen. Aber wenn es Satinaf ist, dann ist es doch bestimmt Exit. Ach so, also warte mal. Also hätte ja sein können, dass du jetzt. Moment. Ich hatte jetzt unten. Wo ist die erste, weil die erste Hälfte des Klammbuchs übersetzt sozusagen im Original, also übertragen sozusagen. Und ich habe jetzt Schwierigkeiten. Bestimmte Rituale sind mir völlig unbekannt. Invokate ET gerade zum Beispiel ist mir völlig unbekannt und die ganzen Details, die dazugehören, die sind mir nicht bekannt. Insofern habe ich da jetzt den Experten dazu gerufen. Ich muss ja selber wissen, was du da gerade angezeichnet hast, weil das weiß ich ja jetzt zum Beispiel gar nicht. Mir fehlt vermutlich noch ein halbes Dutzend Wörter, die nur im Zelemia existieren. Genau, zum Beispiel auch. Ich dachte, das würde ich jetzt überlassen, was ich da jetzt rausgefunden habe, was da jetzt genau drin steht. Hat wenn die besprochen, insofern. Genau. Ja, sie würde noch ein paar weitere Seiten zeigen, die sich mit der Beschreibung des Rituals beschäftigen und einige mir unbekannte Namen, vielleicht Städte oder Wesen oder Bewohner, welcher Rasse auch immer. Gehen wir davon aus, dass diese Auflistung hier eine Sammlung an Tagesherrschern darstellt. Einige davon erkenne ich wohl, bei anderen können wir wohl, sagen wir, modernisierte Vermutungen treffen. Muss es sich nicht zwangsweise um eine Beschwörung handeln, denn gerade in der aldexischen Kultur zum Beispiel sei die Anrufung von Tagesherrschern bei jeder Art von Ritual bekannt. Aber wenn wir dies kombinieren mit ihrer Anordnung in den angegebenen Bahn- und Leitungskreisen, ist es vermutlich eine hebzwerische Anrufung. Es könnte ja auch wie in der, nun ja, im Güldenland ist ja auch eine mehr rituelle Zauberei, nun ja, vorhanden. Vielleicht basiert die güldenländische Zauberei auf älteren Quellen, wie marischen Quellen. Dazu fehlt mir das Wissen. Was ich euch allerdings von hier aus nicht direkt sagen kann, ist, ob wahrhaftig eine Wesenheit gerufen wird oder hier in der Mitte der Eingetragene in Wahrheit dazu dient, um die Essenz einer Subsphäre, wenn ihr so wollt, zu kanalisieren. Einer erzdämonischen Domäne, würdet ihr es heutzutage nennen. Das Problem ist, nun, die siebte Sphäre ist Chaos und als solches wandelbar. Und ich bin nicht sicher, was erscheinen wird, wenn wir einen groben Blick auf die Originaltafeln vermutlich mehrere tausend Jahre alte Anrufung verwenden. Es könnte sein, dass ein Konkurrent, der Erzdämonen, die heutzutage die Meere für sich proklamiert, hier betroffen ist. Und vielleicht landen wir dann in Charybdorots Domäne. Vielleicht aber auch nicht. Also du kannst mit dem Finger so ein bisschen über die Originale streichen, siehst da dann das Schrack und du siehst, dass Abelmir hat in seiner Übersetzung Vokale ergänzt, wo eigentlich nur Konsonanten standen. Hat daraus dann ein Schollei-Rack gemacht. Und wenn du dir die Zeichnung dazu ansiehst, beziehungsweise die Glyphen, es erinnert dich so ein bisschen an ein Hai. Allerdings ist er wohl assoziiert mit einer Art Gottheit. Also das ist wohl laut diesem Quellenbuch, du blickst nochmal auf den Einband, in irgendwelche Krakenhaut gebunden,
ist das wohl ein Haigott, Scholairak. Und wenn du dann eine Seite weiter blätterst auf dem uralten Pergament, dann siehst du eine Algengottheit, Baryana oder Kyriana. Also im Original ist es ein mit einem B. Abelmir hat da wohl aber ein Q draus gemacht. Algengottheit. Baryana. Kyriana. Kann er die Zeichen überhaupt lesen? Ist er ein Marisch? Ich glaube nicht, dass er mit dir Marisch kann. Kann in der Tat kein Marisch. Der ganze Punkt in der Sache. Also muss aber, schon, aber auf meine... hier ist die Frage, lassen sich hier exische Einflüsse erkennen? Auf alle Fälle, ja. Richtig. Ja, ja, doch. Denn darauf ganz, ganz stark, ganz stark. Ihr könnt weiter durchblättern. Ihr seht Krakon. Das ist wohl relativ deutlich auch mit Kor assoziiert. Das Sternbild stimmt auch. Und eine Seite weiter seht ihr Hyskatet. Und ihr wolltet eigentlich schon weiter blättern zu dem Wasserdrachen Shidrakon und der Urqualle Kylandil. Da streift ihr doch wieder über diese Zeituhr. Oder es sind eigentlich zwei Dreiecke, die übereinander gehaucht worden sind, die euch aber an so eine Zeituhr erinnern, mit diesen beiden Dreiecken. Hyskatet. So wie es dort steht, mit dem Altexischen oder den Glyphen von Maharia. Und auch die Übersetzung, die Abel mir angefertigt hat, Hyskatet. Aha, seht euch dies hier an. Seht ihr, einige der Namen sind definitiv Lehnworte aus dem alten exischen Sprachgebrauch. Ich möchte postulieren, dass es sich hier um eine ähnliche Art Aufsammlung handelt, wie zum Beispiel diverse Abhandlungen über die Hrangar, wie sie sowohl ihre Götter als auch ihre Dämonenwelt genannt haben, die damals ja noch seelisch nicht übereinander waren. Davon ausgehend können wir vermuten, dass es sich hier entweder um eine Auflistung einer, nennen wir, Subdomäne handelt. Ihr wisst schon, all die Albaraniare, die Effert heutzutage zugeordnet werden, würden die sich heute in einem solchen Buch finden. Oder dass es doch gar in der Tat eine Versuch darstellt, ein Pantheon zu beschreiben. Dann frage ich allerdings, warum diese Entität der Zeit hier ist. Nun, ihr müsst wissen, die marsche Kultur ist deutlich älter als die exische Kultur. Nun, und die thulamidische Kultur ist deutlich älter als die garetsche, trotzdem finden sich einige Lehnworte. Nicht in Abhandlungen über Beschwörung, wohl aber, wie ich mir sagen lasse, in angewandter Kampfmagie. Das würde aber bedeuten, dass sich die exische Kultur Lehnworte des Marischen bedienen würde, nicht umgekehrt. Nun, ich kann kein Marisch. Soweit ich weiß, kann auch niemand sonst gleichzeitig Marisch und Dressar. Wir können aber gerne eine Nachricht an den Konvokator schreiben, er wird es wissen, wenn es denn so ist. Ich würde Ihnen vorher herauslassen. Verständlich. Begeben wir uns doch weiter an die Übersetzung. Wartet. Seht dies hier. Diese, ich will es nicht einen Kreis nennen, denn es ist ein 14-Eck. Das hier ist in Wahrheit keine Ecke des einzelnen Kreises. Seht ihr, wie der Name des Tagesherrschers in der Tat in Wahrheit ist, den Innenraum verschließt? Das ist der Punkt, auf dem ihr stehen müsst. Ich kann den Text nicht lesen, aber wisst ihr, warum ich das weiß? Dies ist genau dieselbe Vorgehensweise, wie ihr es bei einer Satina-Veranrufung machen würdet. Ich probiere mal jetzt mit meinem spärlichen Wissen diesen Tagesherrscher zu setzen, spontan.